Hallo Leute, es geht weiter mit Hallo Leute, es geht weiter mit Vier Fool Tales, Hänsel und Gretel. Und, ja genau, wir hatten hier zuletzt die Wasserfee und sollen jetzt in diesen Wolkenpfad hineingehen und das machen wir jetzt auch mal, denn ich bin sehr gespannt, ob wir denn da die Kinder finden werden. Wo bin ich? Ist dies die Wolkenstadt? Sprich mit dem Albatroskönig. Mhm. Was habe ich hier? Klöppel. Und ein Lappen. Fahne des Himmelskönigsreichs. Wenn ich die Kräuter abschneide, kann ich sie mitnehmen. Ich habe immer noch nichts zum Schneiden. Hier geht's zur Schatzkammer und da geht's zum umgedrehten Wachturm. Gehen wir doch mal in die Schatzkammer zuerst. Mhm. Fondue-Gabel. Das erinnert mich daran, dass ich noch ein Käsefondue suche. Die aber irgendwie zu teuer sind online. Jener Teil des Raumes ist zu dunkel, um etwas sehen zu können. In diese Truhe ist eine ovale Aussparung eingelassen, also brauche ich einen ovalen Schlüssel. Das klingt logisch. Was kaufen die Vögel bloß mit all diesem Gold? Diese Vögel. Aha. Das ist ein hübsches Porträt, aber irgendwas stimmt damit nicht. Der Vogel lächelt nicht. Wieso ist ein Vogel überhaupt auf dem Porträt? Ich kenne die Legende des Albatroskönigs. Wenn er in seinem Porträt lächelt, dann tut er es auch im echten Leben. Ja. Ja, wir werden schon was dafür tun können. Vielleicht will er einen Ring wieder haben? Ich weiß nicht, was wir tun können, damit er wieder lächelt. Gut, dann weiß ich hier auch gerade nicht weiter. Nee, glaube ich nicht. Gehen wir mal da lang. Oha. Was ist denn hier jetzt so? My helmet is broken. I can't guard without my helmet. What if somebody throws a rock at me? Ich weiß auch nicht, dann bist du wohl tot. You can't pass by. What if you throw a rock at me? Finde einen Helm für die Taubenwache. Hier kriegst du einen Sieb auf den Kopf. Ich muss das Seil durchschneiden, was ich hier alles immer durchschneiden soll. Ich hab doch nichts. Die Wache benötigt einen Helm. Gehen wir mal zu den Vogelbädern. Hallo. Da ist etwas drin. Das mit einem Klöppel aufmachen oder mit diesem Fondue-Ding. My throat is sore. Oh. I can't sing. Das kenne ich. Finde ein Heilmittel für den Spatzen. Oh Gott, was wir hier finden sollen. Unter all dem Schmutz ist ein schöner Helm versteckt. Na, immerhin. Hier, mach das damit sauber. Ach, das geht sogar. Na, Mensch. Das ist eine hübsche Glocke, aber ohne Klöppel ist sie nutzlos. Ich hab einen. Mhm. Was ist das? Ein Ei von Vieren. Die Tür zum Thronsaal ist abgeschlossen. Die Vögel haben bestimmt viel Spaß in diesen Bädern und erkälten sich scheinbar. Gut, dann gehen wir wieder zurück und bringen ihm den Helm. Jetzt lässt er mich auch durch. Thank you. Now I can guard this gate. Ja. You can pass by now. I have a helmet. Ja, du hast endlich einen Helm. Kessel. Albatros-Baracke. Dort in der Erde glitzert etwas. Stocher doch da ein bisschen um. Die Erde ist wie gemacht zum Pflanzen. Der Herd scheint heiß genug zu sein. Für den Kessel zum Beispiel. Ich habe was falsch gemacht. Ja, ich muss den wahrscheinlich erstmal befüllen. Dann gehen wir mal in die Waffenkammer.
Wir gehen und gehen und gehen. Ah, auf diesem Bild lächelt er. Ja, das stimmt. Hier fehlen einige Teile. Jawohl. Das wird unser nächstes Rätsel sein, nehme ich mal an. Ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Also, dann wohl nicht. Denn ich habe ja auch noch nicht alle. Ich finde es immer noch toll, dass sich hier alles bewegt, wenn man da so gegen geht. Aber irgendwie, ja, komme ich hier nicht weiter, ne? Weiter. Ah, okay, mit dem Sieb. Na klar. Was habe ich jetzt? Was ist denn das? Mosaikstücke. Ah. Dann packen wir die doch mal dahin. Es waren zwar gar nicht so viele, aber jetzt sind es so viele. So, diese zwei Bilder sehen gleich aus. Es gibt aber feine Unterschiede. Ich muss alle finden. So, so. Und zwar beim Schnabel zum Beispiel. Dann hier der Fuß. Und das da. Hier auf jeden Fall. Was ist mit den Flügeln? Sind die gleich? Noch zwei Unterschiede. Oh, es piept mal wieder. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Was ist mit den Ringen hier? Schade, dass man die anderen Unterschiede jetzt nicht mehr sehen kann. Also, dass die nicht geringelt bleiben. Dann weiß man schon, wo man schon geguckt hat und wo nicht. Ich mag das mal lieber, wenn es bleibt. Hier. Da. Das. Ne? Hier, bei den Steinen. Genau. Das war's schon. Alle Unterschiede gefunden. Ein Wimmelbild. Suchen wir einen Tontopf. Diesmal lese ich natürlich auch genauer. Eine Spritze. Na klar. Wo kommt die denn her? Haben die Vögel hierher geschleppt? Dann Kerzenhalter-Schädelstatuette. Kupfertasse. Wir können ja das andere auch mal machen. Oh, was war das jetzt? Das war der Bierkrug. Schild. Ich benötige etwas Scharfes, um dieses Seil durchzuschneiden. Wir brauchen sowieso ständig was Scharfes. Vielleicht können wir das ja auch gleich behalten. So, dann ist das Schild schon mal weg. Dann können wir auch dahinter gucken. Da ist die Kupfertaste, nehme ich mal an. Genau. Dann suchen wir noch eine Holztruhe. Die ist da. Ein Fernglas. Soll es auch noch sein. Was habe ich hier? Leerer Helm. Gehört es da? Ah. Aha. Ja, das muss ich jetzt nicht verstehen. Armbrustabzug. Wie sieht denn sowas aus? Das da? Keine Ahnung. Armbrust, Zange und Fernglas. Zange. Fernglas sehe ich auch. Hier sind auch Pfeile. Hier ist die Armbrust. Und da fehlt jetzt was. Ist das hier irgendwie, ich weiß nicht, wie das genau das da? Ach, das ist ein Armbrustabzug. Okay. So. Ja. Was mache ich denn jetzt? Die Erde ist wie gemacht zum Pflanzen. Ich muss mal kurz, merke ich gerade,
einen Cut machen, weil ich überhaupt nicht weiß, und zwar nicht, weil ich jetzt nicht weiter weiß, das kriege ich schon hin, sondern weil ich nicht weiß, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe vergessen, meinen Timer anzumachen. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, ich habe noch so ungefähr 10 Minuten. Jetzt weiß ich es wenigstens. Und jetzt läuft mein Timer auch wieder. Entschuldigung. Ja, was können wir denn als nächstes machen? War bei den Vogelbädern noch irgendwas? Der ist abgeschlossen. Geht das mit dem Ring irgendwie auf? Ist hier noch irgendwas? Vögel haben wir schon hier im Bad. Ja, hat ja noch einen wunden Hals. Da ist was drin. Kriege ich das nicht irgendwie auf? Hier auch wieder was zum Abschneiden. Ich habe aber nichts zum Schneiden. Das ist immer das Problem. Novaler Schlüssel. Ja. Ich glaube, ich hole mir mal einen Tipp, wo ich überhaupt hin soll. Hier gibt's was zu tun. Ah ja. Aha. Kann ich doch nichts machen. Vielleicht habe ich hier wieder irgendwas nicht eingesammelt oder so. Ja, ich habe was nicht eingesammelt. Da ist dieses ovale Dingsbums, mit dem ich die Truhe hier aufmachen kann. Das habe ich nicht gesehen. Wie so oft. So. Wir suchen eine Hand, ein Bär und einen Stern als erstes. Den Stern sehe ich hier schon mal. Wo ist die Hand? Da ist die Hand. Wo ist der Bär? Da ist der Bär. Wo ist der Engel? Da ist der Engel. Und ein Löffel. Nimm den Löffel. Ein Herz und ein Kreuz. Ich mache ja immer erstmal die weißen Sachen. Hier wäre auch noch ein Löffel gewesen, sehe ich gerade. Sehr irritierend. Das Ei sollen wir bestimmt auch nicht. Nee, doch nicht. Was haben wir hier? Sie sehen sich ähnlich, aber welche davon ist echt? Weiß ich nicht. Hier haben wir noch eine. Alles gleich. Ach, die Waage soll man... Waage im Gleichgewicht. Muss ich da irgendwas nehmen können? Muss irgendwo was nehmen können, um das darauf zu legen? Das zum Beispiel? Nee. Echte Halskette. Mit dem Ding kann man bestimmt gucken, welche echt ist. Super, das war die echte, die hat geleuchtet. Eine Schere, nimm sie doch endlich mit, damit wir Dinge durchschneiden können. Okay, machen wir mal erstmal weiter. Herz, Kreuz. Herz und Kreuz, Herz und Kreuz, Herz und Kreuz. Herz. Die ist auch schön hier, diese goldene Katzenstatue. Die möchte ich gern haben. Wer schenkt sie mir? Herz und Kreuz, 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 Kreuz. Kreuz. Mundharmonika, Adlerklaue und Brosche. Oh, Broschen gibt es doch hier ohne Ende. Das ist ein Brosche. Oder das hier, das ist eine Brosche. Mundharmonika. Und Adlerklaue. So, jetzt nur noch die Waage im Gleichgewicht. Dann brauche ich noch einen Löffel oder was? Irgendwas muss ich noch nehmen können. Muss ich ja, damit die im Gleichgewicht sein kann. Aber irgendwie weiß ich nicht, was ich darauf legen kann. Da drauf liegt ein Löffel. Nimm doch einfach hier das da oder das oder das. Die Ringe. Nee. Bisschen Gold einfach. Ist doch egal, was man darauf tut. Hauptsache, es ist gleich viel. Nimm doch einfach hier ein paar Goldstücke. Was soll ich nehmen? Oh. Nee, ist klar.
Die war jetzt aber auch nicht im Gleichgewicht. Das Ding war schwerer als der Löffel. Ich hab's genau gesehen. So, ich habe eine Adlerklaue. Was kann ich mit der denn machen? Da hinten ist es zu dunkel. Mit der Adler... What? I know that place. That's Mava's castle. I remember the final part of the story now. Mava was all alone in those woods and terrified of the wild animals around her. She was good at hiding from them, but it was tough for her to scrounge for food. She was starving. One day, an old woman appeared, offering Mava a cookie from her basket, which was overflowing with them. She took Mava to her home, a great chocolate castle, and loved her as her own. The woman was a witch who taught Mava the way of magic. When the woman died, Mava swore that she would never let any children starve again. She believed that no mother in the kingdom could care for her children as well as she could. Jetzt verstehe ich, was hier vor sich geht. Das ist ja schon mal nicht mal schlecht, der Gedanke eigentlich. Ich meine, so bisher war die Hexe dann ja eigentlich recht nett. Und May war auch. Von hier aus kann ich das Schokoladenschloss sehen. Ach, so ist das also. Ja, wird ja langsam interessant. Aber was hat sie denn so böse dann gemacht? Kräuter. Ach, mit den Kräutern können wir ja den Dings hier, den Vogel, heilen bestimmt. Damit es dem bald mal wieder besser geht. Ist bestimmt ein bisschen Thymian. Das hat nicht funktioniert. Klar, ich muss damit bestimmt einen Tee kochen. Kann ich denn mit dem... Kann ich hier nicht irgendwo Wasser holen? Ja, das geht sogar. Alles klar. Weißt du Bescheid. Gut, dann habe ich jetzt Wasser. Dann bringe ich den nochmal schnell hier zum Kochen. Hier. Kessel. Brauche ein Tee-Ei, Kräuter und einen Behälter für den Tee. Kräuter habe ich schon mal, aber... Das... Ich habe nur das Tee-Ei. Und eine Tasse habe ich auch schon mal. Auch schon mal was. Mehr jetzt aber auch gerade nicht. Ist hier noch irgendwie... Ich hab ja nix. Tja, ein Tee-Ei. Kann ich das hier jetzt auch aufschnippeln? Ja, kann ich. Da ist das Tee-Ei. Yippie! Dann machen wir den Kräutertee fertig. Ich finde Tee-Eier übrigens cool. Ich muss ihn irgendwie abkühlen, sonst dauert es zu lange mit dem Fächer. Irgendwie wusste ich das. Ich dachte schon immer, was können wir schon mit dem Fächer machen? So, Tee. Geht los. Kleiner Vogel, ich komme. Deine Krankenschwester ist da, bitteschön. Oh, I can sing again. Thank you. Ja, und jetzt musst du mir aber auch was singen. As a token of my gratitude, I grant you an audience with the king. Dankeschön. Der Spatz hat mir die Tür geöffnet. Ja, das finde ich gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch durch diese Tür im nächsten Part, denn ich bin jetzt sehr gespannt, was da im Thronsaal so auf uns zukommt. Vielleicht ist das ja auch, werden das die letzten Parts, ich weiß es nicht. Jedenfalls möchte ich langsam wissen, was mit Mava und ihrer Schwester eigentlich los ist und wo sind eigentlich die Kinder. Vielleicht sind die ja jetzt gleich im Thronsaal. Wir werden es im nächsten Part herausfinden. Bis dann!